schauen wir mal wieder in den Chat. Wo waren wir stehen geblieben? Das ist etwa 40 Stunden, 70 Stunden lang. Dragon Quest 11, ja. Ich habe über How Long to Beat mal geguckt, weil ich mir gedacht habe, so, schaffen wir nicht ganz in einem 24-Stunden-Stream. Aber gut. Hallo, Latres, wie geht's? Im 2D-Modus nur etwa die Hälfte. Ist das Spiel kürzer im 2D-Modus? Interessant. 2D-Metroid ist seit 15 Jahren im Gespräch. Ja gut, aber in den letzten 15 Jahren ist auch immer wieder eins für ein DS gekommen und für ein 3DS immerhin. Die machen inzwischen viel über Mii-Kostüme. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die das so beibehalten werden, dass die jetzt mit jedem Kämpfer auch immer ein Mii-Kostüm, also ein... Wie soll ich das sagen? Die haben ja immer so Mii-Kostüme, die im Grunde nur einen Charakter repräsentieren, aber nicht wirklich aussehen wie der Charakter. Das sind dann wirklich so Mützen oder Kleidungsstücke, damit der Mii, den man sich baut, so ein bisschen aussieht wie zum Beispiel Altair aus Assassin's Creed, aber ganz offensichtlich ist er nicht Altair. Aber dann gab es ja bis jetzt eben den Sans, den Charakter aus Undertales, und den Tassilo, den Hauptcharakter aus Cuphead. Die beiden haben ja quasi Mii-Kostüme bekommen, mit denen die Mies dann wirklich exakt aussehen wie diese Originalcharaktere. Und mit diesen speziellen Kostümen, die eben wirklich originalgetreu aussehen, kommt dann immer auch ein neues Musikstück ins Spiel. Also das sind so spezielle Mii-Kostüme, die fast schon vollwertige Charaktere sind, so optisch zumindest und mit Musik und so. Und ich kann mir vorstellen, dass die das jetzt so beibehalten, dass die mit jedem neuen wirklichen Kämpfer auch immer einen von diesen detaillierteren Mii-Kostüm-Charakteren einführen. Und dann halt immer noch ganz viel so Gimmick-Zeug, wie eben diese Mützen, die dann einfach nur ähnlich aussehen wie irgendwelche berühmten Charaktere. Ja, ja. Die Welt ist in 2D schneller durchlaufen. Ah, okay. Mir geht's auch gut, Lazarus. Danke. Wer zuletzt im Ziel ist, ist ein Nork. Ich finde das eigentlich schade, dass die so wenig Schattenkämpfer, also so wenig Klone im Grunde, so wenig Klone in dem Spiel haben. Ich hätte mir gewünscht, dass die viel mehr Klone bauen. Weil das ist einfach weniger Entwicklungsarbeit, würde aber bei ganz vielen Charakteren eigentlich Sinn machen. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel dafür ist, warum gibt es nur Solid Snake aus der Metal Gear-Reihe in dem Spiel? Warum hat der nicht einfach ein Kostüm, das ein bisschen anders aussieht? Da müsste man ja wirklich nur teilweise die Haarfarbe verändern und den Bart wegrasieren. Und schon hätte man Liquid Snake. Und dann schreibt man Liquid Snake hin und fertig, neuer Charakter fertig, check. Muss man nichts verändern, kann genau das gleiche Moveset benutzen. Das gleiche kann man dann mit Punished Snake und Big Boss machen und so weiter. Und schon hat man 4, 5 Metal Gear Solid Charaktere. Einfach als Outfits von Solid Snake und das wäre super cool. Sowas hätte ich mir echt viel mehr gewünscht. Tja, schade. Leider nicht. Weil da hätte man wirklich den Naked Snake quasi, also den jungen Big Boss, Big Boss, Solid Snake, Liquid Snake und Punished Snake machen können. Und das wäre super cool. Beim Helden haben sie es ja zum Beispiel auch so gemacht, beim Dragon Quest Helden. Da sind ja die Helden aus 4 Dragon Quest Spielen quasi in Outfits vorhanden. Warum haben die es nicht einfach bei jedem gemacht, wo es sich anbieten würde? Und das wird sich noch bei vielen anderen anbieten. Finde ich wirklich schade. Genau das gleiche mit Sonic und Shadow. Hätte man einfach wirklich Color Swap und dann wird auch Sonic Shadow im Grunde. Und dann guckt er noch ein bisschen böse und fertig. Ich meine, ja, man braucht dann auch neue Sprachsamples, aber gut, mein Gott. Das sollte jetzt auch nicht das große Problem sein, oder? Kostet halt auch wieder Geld dann, natürlich. Wenn man die synchronisieren muss. Vielleicht scheitert es wirklich daran, wer weiß.
Oder Lizenzgeschichten, kann natürlich auch sein. Weil nur weil Nintendo quasi Sonic verwenden darf, heißt es ja noch lange nicht, dass die auch Shadow benutzen können. Gut, Shadow ist eine Helfer-Trophäe, also in dem Fall. Und die ganzen Metal Gear-Charaktere, die ich aufgezählt habe, sind alle als Geister im Spiel. Also ganz so schwierig kann das lizenztechnisch anscheinend auch nicht sein. Ich weiß es auch nicht. Ich würde halt einfach gern in dem Metal Gear Solid Stage Solid Snake gegen Liquid Snake kämpfen lassen. Das wäre eigentlich das, was ich will. Aber das geht halt leider nicht. Ich kann Solid Snake gegen Mario kämpfen lassen oder so. Ist ja natürlich auch super cool, aber ist nicht. Ich würde halt gern so legendäre Kämpfe reenacten. In meiner Freizeit. Das wäre auch was. Das haben die ja in Ultimate zum Glück tatsächlich ein bisschen gemacht. Aber ich hätte mir viel mehr gewünscht, dass die wirklich konsequent für jede Franchise, die im Spiel ist, wenigstens auch einen Antagonisten einführen. Einen Protagonisten und einen Antagonisten pro Franchise. Und wie gesagt, das haben die ja wirklich in Ultimate sehr stark forciert auch. Die haben ja mit Ridley und Dark Samus gleich zwei Metroid-Antagonisten eingeführt. Mit King Krool einen Donkey Kong-Antagonisten. Und bestimmt noch andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber mehr hätte ich gern gehabt. Oh, wir haben Schatten Spyro freigeschaltet. Yeah. Whatever. Für Persona gibt es leider auch nur Joker, ja, das stimmt. Ich meine, da ist es natürlich wieder schwieriger. Da kann man nicht einfach nur den Charakter austauschen. Da müsste schon jeder mit seinem eigenen Moveset daherkommen. Aber cool wäre es natürlich trotzdem, wenn wir wenigstens noch einen zweiten Charakter bekommen hätten oder so von Persona. Aber da sind die Figuren tatsächlich so unterschiedlich, dass es schwierig ist, die einfach nur als Klone reinzupacken. Ja, nee, ist schon schwierig. Da muss man alle Animationen neu machen, weil der Joker auch der Einzige ist, der Pistolen benutzt. Dann hätte man für die Schusswaffe wieder eine Schrotflinte animieren müssen oder sowas. Das wäre schon viel mehr Arbeit gewesen. Das stimmt. Aber trotzdem. Ja, und was natürlich gerüchtemäßig auch noch ganz schön abgeht oder umgeht, sind Gerüchte betreffend irgendeiner weiteren großen Nintendo-Microsoft-Kooperation. Dadurch, dass ja jetzt quasi eben Banjo und Kazooie in Smash Brothers ist, dass Cuphead jetzt für die Switch erschienen ist, genauso wie Ori and the Blind Forest, alles Microsoft-exklusive Titel, die jetzt auch für die Switch verfügbar sind. Das ist eh schon quasi total irre, total cool. Das hätte sich eh niemand träumen lassen noch vor ein paar Jahren, dass es da so eine Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Nintendo gibt. Und da gibt es viele Gerüchte, dass da noch was mehr passiert. Da habe ich sogar ein Video dazu gemacht, ne? Stimmt, das habe ich sogar in ein Video gepackt, dass da irgendein wirklich sehr zuverlässiger Leaker, aber es ist halt immer so eine Sache mit Leaks, aber trotzdem, von dem relativ zuverlässigen Leaker kam ja die Information, dass irgendwas sehr Großes bevorsteht, das ungefähr so krass ist, als würde Mario plötzlich auf der PlayStation erscheinen. Wer zuletzt im Ziel ist, ist ein Lock. Aber wer weiß. Was eine sehr realistische Vermutung ist, aber man ist halt, wird nur eine Vermutung, aber sehr realistisch wäre es halt zum Beispiel, dass die Master Chief Collection für die Switch erscheint oder sowas in der Art. Es wäre technisch wahrscheinlich noch einigermaßen gut umsetzbar und würde total Sinn machen. Dann vielleicht gleich Master Chief noch als Smash-Charakter und dann sind alle aus dem Häuschen. Aber nur reine Spekulation. Reiner köstlicher Spekulatius. Sonst gar nichts.
Aber ich finde schon, also wenn es so um so legendäre Videospielfiguren gibt, müsste, finde ich, schon Master Chief, Lara Croft, und zwar die alte Version von Lara Croft. Und wen habe ich mir noch gedacht? Ja gut, Crash Bandicoot wäre auch ein Favorit noch. Aber irgendjemand ist mir noch eingefallen, wo ich mir dachte, verdammt, stimmt, der müsste eigentlich noch in Smash. Der ist so Videospiel-Urgestein. Der war das Gesicht einer ganzen Generation. Aber der fällt mir gerade nicht ein. Aber egal, auf jeden Fall wirklich. Master Chief, glaube ich, und Lara Croft sind schon zwei Videospielfiguren, die so eine große Prominenz erreicht haben. Die müssten eigentlich in Smash Bros. Sein. Na, eigentlich nicht, denn die kämpfen in dem Spiel nur mit Personas. Ja, ja, das stimmt. Und Schusswaffen, na gut, die schlagen ja auch selber zu. Die schießen ja auch selber und so, oder? Und Schusswaffen werden auch den Spielern nur mit Personas. Was? Ach so, und Schusswaffen werden auch in anderen Teilen benutzt. In Persona 3 zum Beispiel. Ach so, an das habe ich gar nicht gedacht. Das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein, dass man Figuren aus anderen Teilen sehr gut auch auf das Joker-Modell klatschen könnte, ohne große Veränderungen. Das kann schon sein. Danke auch dir nochmal für den Preis für das Quiz. Was? Was für ein Preis für den Quiz? Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe keine Preise für Quizzes ausgeteilt. Leider. So, wenn man morgens noch kuscheln will, weil es draußen so kalt ist, aber der Straßenbahnfahrer seine Kabine von innen verriegelt hat. Das stimmt. Schreibt der Katka gerade. Aber gern geschehen, Metatron. Was auch immer. Ah ja, das kam von Katka. Ja, ich habe auch einen Showmaster-Preis von Katka bekommen. Danke auch von mir nochmal an dich, Katka. Der Preisverteiler. Das nächste Quiz wird ja schon von Zakorak vorbereitet. Ich muss das jetzt mal noch fertig schneiden, ey. Das ist echt nicht wenig Arbeit, so einen 1,5-Stunden-Podcast zu schneiden und ein Video dazu zu packen. Aber ich bin dran. Wer zuletzt im Ziel ist, ist ein Nork. Naja, genau. Es gab mal die Gerüchte, aber das war von Anfang an relativ absurd, aber cool hätte ich es gefunden, dass Gordon Freeman aus Half-Life ein neuer Smash Bros. Charakter wird. Das wäre natürlich cool, oder? Hätte ich super gefunden, weil der PC momentan als eigene Plattform in Smash Bros. So gar nicht repräsentiert ist. Und das geht eigentlich nicht, finde ich. Wenn das so ein... Ich meine, Smash Bros. Feiert so ein bisschen die Videospielkultur einfach insgesamt. Und da muss doch mindestens ein Vertreter, ein großer PC-Vertreter eigentlich mit dabei sein. Aber man darf halt nicht vergessen, dass das halt einfach auch eine japanische Firma ist, Nintendo. Und der Fokus auch der Charaktere merkt man schon ins japanische Spektrum. Im japanischen Spektrum liegt eher tendenziell. Und in Japan gibt's halt kein PC, im Grunde. Ich meine, auch in den USA ist der PC im Grunde nicht mehr sehr stark. Der wurde sehr stark abgelöst. Soweit ich weiß, ist der PC eigentlich nur noch in Deutschland wirklich groß. Und ansonsten ist der eigentlich wirklich so eine eher kleine Plattform. Aber anscheinend noch groß genug, dass alle jetzt auf den Markt aufspringen wollen. Also ganz so nichtig kann der Markt doch nicht sein. Scheinbar. Sonst würden nicht alle mit ihren eigenen Plattformen daherkommen. Es kann auch sein, dass ganz viel von dem PC-Frust der Entwickler daherkommt, dass alle halt eine Zeit lang... Also erst hat man halt auf dem PC alles kopiert und deswegen haben die Publisher gesagt, da kann man kein Geld verdienen. Und dann kam halt Steam und hat quasi gesagt, ja hier, wir machen den Kopierschutz für euch im Grunde, aber dafür wollen wir ein paar Prozent. Und dann haben alle gesagt, die wollen ein paar Prozent von uns.
dann können wir es uns gleich sparen. Ich glaube, deswegen ist der PC auch relativ unattraktiv. Deswegen versuchen viele jetzt auch ihr eigenes Ding zu etablieren, damit er eben wieder attraktiver wird. Aber ja, mal schauen. Ich habe noch eine schöne Schätzfrage für dich fürs kommende Quiz. Ah, okay. Cool. Sendest du mir die Tage? Na gut, okay. Oder schick sie, ich meine, Zakorak macht das nächste Quiz. Vielleicht kann der die Frage einbauen. In sein Quiz oder so. Der Doom Marine, das wäre natürlich nicht schlecht. Ich habe jetzt da mitbekommen, der Doom Marine für Smash Brothers. Ich habe jetzt mitbekommen, dass dadurch, dass das neue Animal Crossing und das neue Doom auf der Switch irgendwie am gleichen Tag oder zumindest recht nah aneinander rauskommen, sind so Memes entstanden im Internet, so Reddit-Memes, wo ganz viele Leute so Fanart machen, so Zeichnungen, wo Isabelle, dieser gelbe Hund aus Animal Crossing und der Doomslayer gemeinsam Abenteuer erleben und quasi so Buddies sind und Freunde sind und so weiter. Das hat sich irgendwie total durchgesetzt, ist total populär. Und das fand ich ziemlich witzig, weil als Nintendo angekündigt hat, dass eine Animal Crossing Direct jetzt kommt, hat der offizielle Doom-Twitter-Kanal unter dem Tweet von Nintendo getwittert, Will Isabelle be there? Die haben quasi dieses Meme aufgenommen und ownen das jetzt. Das ist schon witzig natürlich. Insofern wäre es natürlich noch cooler, wenn der Doomslayer wirklich in Smash Bros. Auftauchen würde, weil da ist ja Isabelle auch drin und dann könnten die wirklich gemeinsam Abenteuer erleben. Und das wäre natürlich ziemlich epic. Jetzt hat gestern oder so, glaube ich, in einem Interview Ed Boon, der Mortal Kombat-Macher, auch gesagt, dass er es total super fände, wenn entweder Scorpion oder Sub-Zero in Smash Bros. Vorkommen würde. Für ihn wäre das eine große Ehre. Aber das ist natürlich... Ich meine, die sind natürlich super krass bekannte Urgestein-Charaktere. Aber das ist natürlich sehr unrealistisch, dass ausgerechnet ein Mortal Kombat-Charakter in Smash Bros. Auftaucht. Die haben ja schon Bayonetta und Persona 5 sogar entschärft. Die haben zwar diesen Finisher sehr schön nachempfunden, dem Spiel. Das ist wirklich fast 1:1 den Kampf-Ende-Screen. Also wenn man den Kampf erfolgreich abgeschlossen hat in Persona, den Screen haben die fast 1:1 nachgebaut in Smash Brothers. Aber das Blut, das so schattenmäßig dann aus den Opfern hinten im Hintergrund rausspritzt, haben die durch Glitzer ersetzt. Also die entschärfen da schon ganz viel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Mortal Kombat-Charakter irgendwie eine Chance hätte unterzukommen. Und ich meine, dass der in einem Interview sagt, der Fan ist cool, dass die vorkommen, ist ja schon ein Indiz dafür, dass keine mehr reinkommen. Aber gut. Anscheinend stehen ja die letzten 6 Kämpfer, die jetzt noch kommen, schon fest. Am 20.03. kommt Doom Eternal. Ja genau, ich weiß nicht genau wann... Dingsdibums, die kommt, Animal Crossing, aber um den Dreh auf jeden Fall eben auch. Würdest du Witcher-Lore-Videos machen? Ich habe da schon dran gedacht und ja, ich kann mir das echt sehr gut vorstellen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man da sowas macht wie, dass man sich Informationen über die einzelnen Kreaturen aus den Büchern schnappt, dass man sich die in den Spielen anschaut und wie die in der Serie umgesetzt sind und die dann vielleicht auch mit echter Echtwelt-Mythologie vergleicht, wo die Inspiration herkommt und sowas. Könnte man coole Videos dazu machen, aber konkrete Pläne habe ich da leider noch nicht. Aber grundsätzlich hätte ich da auf jeden Fall Bock drauf. Fände ich echt selber interessant auf jeden Fall. Vielleicht irgendwie aus werbestrategischen Gründen zum Start der zweiten Staffel Witcher oder so, sollte ich vielleicht die ersten Videos parat haben. Das würde Sinn machen. Oh, jetzt wurde leider die Besetzung für die zweite Staffel Witcher bekannt gegeben und Mark Hamill ist leider nicht dabei. Bis jetzt. Weil Mark Hamill hat ja mal irgendwie eher als Scherz, glaube ich, so gepostet, dass er gern Wesemir spielen würde.
Und jetzt hat irgendwie Netflix gesagt, dass die Interesse daran hätten, Mark Hamill da wirklich zu casten für die Rolle. Und das wäre natürlich super, oder? Mark Hamill als Wesemir, das wäre natürlich richtig cool, aber ist jetzt nicht im Cast der zweiten Staffel drin. Also wenn in der zweiten Staffel Wesemir schon vorkommt, dann leider ohne Mark Hamill. Schade. Da hätte auch so, wie er Luke Skywalker spielt in den neuen Filmen, die Figur hätte schon ganz gut gepasst für diesen alten Hexerlehrmeister so ein bisschen. Ein paar Abänderungen und dann wäre das schon ganz gut hingekommen, glaube ich. Hätte mich sehr gefreut. Das hätte die Witcher-Serie auf jeden Fall gleich nochmal um einiges cooler gemacht. Mark Hamill macht einfach alles cooler. Sogar Jay und Silent Bob machen sie in New York, wo er einen kurzen Auftritt hat. Sogar der Film wird gut durch Mark Hamill. Dass es aber wirklich in Smash Bros. Noch keinen Bethesda-Charakter gibt, wundert mich eigentlich fast. Nachdem ja irgendwie in Skyrim für die Switch gibt es ja sogar Legend of Zelda-Content. Also da gab es wirklich eine Kooperation zwischen den beiden. Da gab es Gespräche, dass man da nicht gleich irgendwie... Aber vielleicht, naja, mal schauen. So, Chat nachholen. Wo waren wir stehen geblieben? Zum wahrscheinlichen Witcher 4 im Jahr 2020. Ja, vielleicht auch im Jahr 2020 mache ich dann Witcher-Lore-Folgen. Mal schauen. Mortal Kombat war ja auf dem Super NES mit Schweißtropfen statt Blut und ohne Finisher, genau. Das war aber, glaube ich, auf dem Sega-System zu der Zeit auch geschnitten. Man konnte aber optional, glaube ich, die Gewalt einschalten oder irgendwie sowas, oder? Da gab es, glaube ich, zumindest zwei Modis zur Auswahl. Von Doom, der Soundtrack ist ja allein der Brüller. Oh ja, Doom-Soundtrack in Smash Brothers wäre dann natürlich cool. Das stimmt natürlich. Das unterschätze ich immer. Oder da denke ich teilweise gar nicht dran. Aber das ist natürlich immer cool, wenn Spiele mit gutem Soundtrack in Smash Brothers einziehen. Weil dadurch natürlich auch der ohnehin unglaublich vielfältige Soundtrack von Smash Brothers nochmal erweitert wird. Mittlerweile fast 1000 Lieder jetzt. Aus allen möglichen Spielen. Und alle möglichen Genres im Grunde. Gute Nacht, Ortis. Mach's gut. Der war ja ohne Lizenz geklaut. Hä? Wer? Was? Wer war ohne Lizenz geklaut? Der Zelda-Content? Nee. Wirklich? Nee. Also wenn irgendwie, es ist schon krass in dem Spiel, wenn man irgendwie Sachen freischalten will und es ist nicht gerade irgendein Event, muss man schon extrem lang grinden, verdammt. Das ist schon irre. Ich meine, der Dragonborn wäre ein ziemlich guter Smash Brothers Charakter. Den könnte man leicht machen.
Das ist eigentlich super. Mit seinen Magiesprüchen, mit seinem Schwertkampf und so weiter. Das wäre ein super dankbarer Smash Brothers Charakter. So ein Fallout-Protagonist ist da schon schwieriger, aber auch den könnte man einbauen. Aber der Dragonborn aus Skyrim, Dragonblood meine ich. Oder? Drachenblut. Der wäre schon gut. Ach ja, übrigens, habe ich ganz vergessen vorher. Lady Jumpina, danke fürs Followen und schön, dass du mit dabei bist. Hallo. So, machen wir noch einen Cup, würde ich sagen. Wie spät ist es denn? Oh, dann machen wir noch einige Cups, glaube ich. Wo waren wir denn stehen geblieben? Hier waren wir stehen geblieben, ne? Genau. Machen wir hier weiter. Hey, Featherhawk, yay, danke fürs Abonnieren. Cool, vielen Dank, freut mich. Yay. Was gibt's denn so noch an Bethesda-Lizenzen? Doom eben, ist klar. Auch der Doomslayer wäre theoretisch kein schlechter Smash Brothers Kämpfer. Überhaupt so ein Prügelspielkämpfer allgemein. Den hat man ja im Prinzip schon mit Link. Zieht die Bomben ab, mach einen Shout draus und du hast den Dragonborn. Genau, ja, das stimmt. Eben. Und man kann dann vielleicht noch ein paar Sachen, so wie den Bumerang, dann mit dem Feuerzauber ersetzen oder einem der vielen anderen Zauber im Elder Scrolls-Universum. Da könnte man ganz viel machen. Das Angebot an möglichen Moves wäre da riesig. Bei so Figuren wie Joker zum Beispiel, da haben die ja eher viel Interpretationsfreiraum und haben da ganz viel Sachen eingebaut, die so im Spiel halt nicht vorkommen. Aber beim Dragonborn wäre ja das Angebot riesig an möglichen Moves. Genau, Fallout ist wie gesagt eher schwierig. Elder Scroll haben wir schon. Quake. Ja, so Shooter sind auch immer schwierig. So reine Shooter-Charaktere in den Brawler umzuwandeln ist immer schwierig, weil die können halt auch nicht einfach mit 100 verschiedenen Waffen Moves machen. Das ist irgendwie auch ein bisschen doof. Bei Fallout könnte man halt dann mit dem Super Sledgehammer oder sowas vielleicht noch Angriffe machen, aber auch da, finde ich, wird schon. Wets-Modus könnte man natürlich als Special machen. Das wäre natürlich super, dass die Zeit kurz stehen bleibt und man kann dann. Das Anvisieren muss man dann wahrscheinlich wegfallen lassen, aber schon allein, dass dann eben alle so grün markiert werden mit einer Prozentanzeige, die nur zur Show ist und die Zeit bleibt stehen und man kann dann kurz Schaden anrichten, wäre ein super Special. Jupp. Spyro stimmt mir zu. Verdammt. Der Dishonored-Charakter wird zwar auch passen als Kämpfer, finde ich, aber Dishonored ist jetzt nicht so die große Lizenz. Also im Vergleich zu The Elder Scrolls und Fallout auf jeden Fall. Die wäre jetzt eher so die Ersatzbank der Bethesda-Lizenzen, finde ich, wenn es um Smash geht. Genauso wie Rage. Ja, und Wet. Das fand ich eigentlich ganz cool, das Spiel. Ich wusste gar nicht, dass das von Bethesda auch ist. Das hatte so einen gewissen Trash-Charme, den ich sympathisch fand. Ups.
Neues Diddy Kong Racing. Das wäre cool. Jetzt, wo wir gerade hier Funracer spielen. Diddy Kong Racing habe ich schon als einen der besten Funracer ever in Erinnerung. Wenn man das cool in die Moderne übertragen könnte, dass man an der Wand hängen bleibt und Probleme hat, weiterzufahren. Zum Glück habe ich so einen großen Vorsprung. Dass man sowohl mit Autos als auch U-Booten als auch Flugzeugen Rennen fährt. Könnte ein neues Diddy Kong Racing cool sein. Zumindest die Konzepte, das Konzept aus Diddy Kong Racing, eben diese drei verschiedenen Rennarten im Grunde mit Booten, Flugzeugen und Autos, könnte man doch in irgendeinen anderen Funracer in ein neues Mario Kart oder so übertragen. Das wäre cool. War halt ein Rare-Spiel und kein Nintendo-Spiel. Jetzt kann man ja als Super Special machen. Ja, genau, das meine ich ja. Als Smash Move oder wie die heißen. Das Ornard ist aber mega underrated. Ja, aber trotzdem halt keine so starke Lizenz. Nee, nicht Red Sexy Empire. Das kam jetzt, glaube ich, auf Good Old Games oder irgendwo raus, habe ich jetzt gesehen. Das habe ich früher auch gespielt, peinlicherweise. Aber haben wir das früher nicht alle gespielt? Aber ich meine schon das andere Red, das so ein bisschen wie so ein Tarantino-Film daherkommt.